Pokémon Kolosseum. Und Hallöchen! Zu dem wohl most edgiest and coolest Pokémon Game ever! Willkommen, willkommen! Erstmal hallo an Pixel! Hallo! Hallo Pixel, willkommen! Hallo Manja, hallo! Hallo Zack, hallo Hallöchen! Ebenfalls hallo an Samael, hallo! Und Avero! Der hier drum liegt. Genau, sehr süß. Beste Kombo, ich und Pokémon. Auf jeden Fall, Leute. Seht ihr das? Seht ihr das? Das wird edgy. Das wird toll. Hatte die Lautstärke auf volle Möhre. Das klingt doch wunderbar, Samael. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Trinken ist auch am Start. Ey. Und hallo, Ducky, hallo! Erstmal was trinken. Im Chat wird schon fleißig gehackt. Finde ich sehr gut. Ich hoffe, ihr vibet genauso viel wie ich. Ich lieb's. Und hallo, Egg! Hallo! Wenn Pix und ich beide am PC den Sound anhaben, hören wir dich in Echo. Das finde ich gut. Special Effects. Das sowieso. Ich hoffe, hattet heute einen wunderschönen Tag. Kann nur besser werden. Doppelt arg ist doppelt gut. Genau. Genau. Wir fangen heute mit einer, meiner Meinung nach, sehr ikonischen Pokémon-Reihe an. Nämlich mit Pokémon Kolosseum. Ich kann jetzt schon von Anfang an sagen, ich weiß, ich hatte ja mal gefragt, welche Spiele wollt ihr am ehesten sehen? Und alle im Chat, Pokémon XD, Pokémon XD, Pokémon XD, Pokémon XD! Und natürlich spielen wir auch Pokémon XD. Aber ich lasse mir natürlich nicht den Vorgänger davor noch zu spielen. Yes. Ich weiß, XD ist noch mal besser. Noch mal besser. Das heißt aber nicht, dass Kolosseum nicht auch Omega Hardcore geil ist. Denn ich finde es so erfrischend, wie hier Pokémon aus seinen normalen Routen sozusagen ausbricht und einfach komplett anders ist. Aber irgendwie auch gleich. Es ist so toll, Leute. Ich lieb's. Ich lieb's. Ich hab jetzt auch schon ein Sip, natürlich, ich sippe. Ich hab jetzt auch schon direkt meinen. Ey, Mala! Ich weiß auch nicht, ob ich Puzzle mitnehme. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was für Pokémon es alles gibt. To be honest, ich habe keine Ahnung, was es alles gibt. Also ich sehe zumindest. Aquana nehme ich auf jeden Fall XD mit. Aquana wird in XD mein Starter-Pokémon, das kann ich dir jetzt schon sagen. Falls ihr es nicht wusstet, hier in diesem Spiel, falls ihr es nicht wusstet, da starten wir mit Nachtara und Psyana. Hey guys, wusstet ihr schon, oder was? Grüße an euch alle. Ach ja. Bitte nicht. Ach, hast du einen Bonk? Ich hab einen Bonkomet seit kurzem! Ich hab ihn aber noch nicht ausprobiert! Yes, es funktioniert! Den habe ich seit kurzem! Wir sollten meine Pokémon Smash und Pass Collab zusammen machen. Meinst du einfach alle Pokémon gewankt? Ach ja. Da gibt es eine Website. Kannst du mir die ja mal schicken? Also jetzt nicht hier im Chat, aber ich weiß gar nicht, ob du mich auf Discord hast. Das ist das Ding. Das kann man dann streamen. Wild. Mehrere, wie ich rausgefunden habe. Oh Mann. So,
So, ich würde aber sagen, danke für den Pet und wir starten! Ich drücke Start, ich habe A gedrückt. Ja, die Memory-Karten-Steckplatz A wurde gelesen. Ich war im Lerk! Wo? Ich hab leckeren Ofenkäse hier. Ich hoffe, der Ofenkäse schmeckt gut. Ich hoffe auch, dass es dir bald wieder besser geht. Ich hab gehört, du hast nicht so gut geschlafen. Manu. Ich würde sagen, ich hab's mal. Ich hab's. Wann hab ich das angespielt? 2018 habe ich es mal angespielt. 4 Stunden. Und nein, wir machen das nicht. Nein, ich würde gerne ein neues Spiel machen. Achso, ich bin einfach nur dumm. Ark-Album wann? Bald. Bestimmt. Spätestens nachdem es Karaoke gab. Ja, war zu lange wach, muss das wieder ändern. Ja, Samael. Denn ich laufe gut, muss ich sehr wichtig. Jetzt. Wir fangen natürlich von vorne an. Und ich heiße weder Seth, Duncan oder Wolf. Ich heiße natürlich... K und E. Wow, ist Ark okay? Yes, ist es. Dann konnte ich nicht richtig einschlafen und bin bis 12 Uhr immer wieder aufgewacht. Nein, ja, Mael, das ist nicht gut. Ich habe die letzten Tage auch nicht so gut geschlafen. Aber ich glaube, das lag daran, dass das Zimmer zu warm war. Und wir haben hier direkt eine krasse Cutscene. Hilfe. What the fuck? No! Was passiert da? Creepy Grinsen. Alle rasten aus. Fancy nach Tara. Typ mit komischer Frisur. Lass mal rauf auf Spike. Yes. Wie cool kann etwas sein? Du willst auch so eine Brille? Die ist schon sau cool. Ich weiß. Wie kann man nur so cool sein? Schon hardcore cool, ne? Schon hardcore cool. Eine Sekunde. Gleich. Ich mache hier noch kurz das Dashboard auf, für den Fall der Fälle. Du willst die Brille? Ich will die Pokémon. Die Krypto-Pokémon? Ich habe das jetzt gerade auf OBS offen, aber ich überlege dann doch vielleicht noch auf dem Bildschirm zu spielen. Ist ein bisschen größer, ne? Boah, ist so laut! Boah! Muten. So. Mit dieser Brille kann ich besser sehen. Nein, du bist das Satan, das ist Siana. Das ist schon hardcore pixelig. Passt schon. Ich hoffe, die Qualität stört euch nicht allzu krass. Aber es ist immer noch ein altes Game, ne? Ich trinke nochmal. Stellt euch vor, jetzt wird das noch vertont. Aber es ist leider nicht. Okay, wir sind sau cool. Wir gehen jetzt hier rein. Direkt hier Nachrichten. Wie heute offiziell bekannt wurde, handelt es sich bei dem mysteriösen Komplex, der vor kurzem Cryo Canyon bei einer Explosion zerstört wurde, um das Versteck von Team Krall, einer Bande von Pokémon-Dieben, da bereits seit längerem Plan C gewonnen wird. Ah, als Explosion brachte den Standort des Versteckens ans Tageslicht,
Allerdings halten die Verbrecher ihren Unterschlupf bereits, haben die es bereits verlassen. Ja, genau, Abu. Es wird zurzeit untersucht, wie es zu dieser Explosion gekommen ist. Wir halten sie auf den Laufenden. Wir halten euch. Ja. No. Nein, nicht rauslaufen! Einen Moment, wo kommst du mir nicht davon? Yes. Okay, der will mich fighten. Fight now. Ich komm gerade an. Der will mich direkt fertig machen. Sehr coole Perspektive. Mhm. Lass mal flexen oder was? Jetzt auf uns abgesehen. Willi! Und hat einen Zickzack! Oh nein! Nehmt euch in Acht! Wir sind aber OP. Du weißt, das sind nur... Hier gibt es nur Zweierkämpfe. Ich mach Biss! Und... Konfusion! Ja! Willi springt von dem Tick-Tack! Ach ja. Ja, mein Junge, du bist ein Backer! Backer! Geh früher ins Bett! Hab dich mal bei Discord angefragt? Eine Sekunde. Annehmen. Schau ich mir das später an. Aber. Das alles Doppelkämpfe sind, ist auch so eine gute Abwechslung zu den anderen Pokémon-Spielen. Absolut. Und hallo, Dragos! Hallo. Und man startet hier einfach auch mit Evoli-Entwicklungen, die einfach schon Level 25 sind. Wie krass. Es ist halt eher Story-fokussiert, muss man schon sagen. Ist eine Konfusion, die beste Kombi! Wie gesagt, das können wir nächste Woche voll zu Tata Scam als Collab machen. Also Leon. Wir schauen mal kurz in meinen Kalender. Mein Kalender ist leider sehr voll. Mein Kalender sagt, diese Woche, nächste Woche, und die Woche drauf sieht schlecht aus. Die Woche vom 6. bis 12. März. Vielleicht. Da habe ich auch gar nichts eingetragen. Aber das Ding ist, im Morgen habe ich den Original Beta. Dann habe ich Valentuber Stream. Dann habe ich aber Fools Collab. Dann habe ich nächste Woche Montag eventuell 24 Stunden Sabaton. Dann habe ich ein Collab am Freitag, ein Collab am Samstag. Und am Sonntag will ich eventuell, wenn Sabaton Subgoals gekommen sind, möchte ich die da einlösen. Und die Woche drauf kann ich noch nicht so gut planen. Aber da habe ich schon einen Collab. Leon, machst du richtig so? Ark ist eine super Freundin von mir. Wir kennen uns jetzt ungelogen 3 Jahre. Ja, ist schon insane. Insane, wie lange man sich schon kennt. War ich auch letztens so, Hannah und ich, wir kennen uns doch erst 2 Jahre, oder? So, Moment. Was? Genshin gibt's schon so lange? Nee, dann kennen wir uns schon 3 Jahre. Du hast ja viel zu tun. Ich bin froh, wenn der Chat mal mit Nuki redet. Das Ding ist, Nuki, ich glaube, wir sind einfach alle mega hardcore gehypt auf dieses Spiel. Ich habe das Gefühl, das Spiel kommt einfach gut an. Ich kenne das ja auch, wenn mein Chat ein bisschen ruhiger ist. Vor allem bei... 9. oder 8. März. Ich notiere mir mal den 9. März. Das ist gut. Wir können das später planen. Wir können schon mal schreiben. 9. 3. Klingt ganz knurke. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauert. Weißt du, wie lange das dauert? Auf jeden Fall nochmal. Hallo, Nuki! Dann sollte ich dich mal in den Server einbauen. Dann kommt meine Bande mal zu dir gestürmt. Echt so. So 2 Stunden Maximum. Dann geht das ja sogar voll.
Ich habe oft das, wenn ich so, ich höre ja oft, wenn Leute Smash or Pass machen mit Leuten, mit Bildern von Twitter, dass was immer viel länger dauert, als man denkt. Aber ich glaube, bei den Pokémon hat man auch nicht so viel zu sagen. Ich weiß bloß nicht, ob unsere Meinung sehr unterschiedlich ist. Aber wenn wir gut diskutieren, dann länger, kann ich mir vorstellen. Ich habe oft unpopular Opinions. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt gegen den gekämpft. Und jetzt? Hallo, was soll ich machen? Ah, ich soll zu Fennec. Finde ich gut, wird sehr unterhaltsam. Das sowieso, ich liebe Pokémon. Richtiges Pokémon-Fangirl am Start. So, dann gehen wir mal zur nach Fennec. Fennec? Komische Wasserstadt. Ja. Ich habe Leon auch eingebaut. Langsam nutzt er die Kanäle auch. Und die Reichweite wirkt langsam. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass ich gestern... Say the new Wemba Bania. When you feel happy, Bania. Always Wemba happy day. Always Wemba happy day when you feel happy. Danke für dein Palms up. An Leon, danke. Danke. Was ich sagen wollte, ich habe auch nur ganz zufällig gestern den heutigen Stream auf Banas Server angekündigt und aus Versehen geschrieben, dass das gestern stattfindet, aber ich habe das dann auch schnell geändert auf heute. Schnell in Anführungszeichen geändert. Weil ich so nass bin. Will mal gucken, ob es ihm aufgefallen ist. See you, you Wemba Bania. When you feel happy, Bania. Always Wemba happy day. Danke, Mania, für den Gift an Zack. Der freut sich bestimmt. Yes. Sehr cute, danke sehr. Die haben auf jeden Fall eine Leiche. Das fängt ja schon mal gut an, ne? Das Pokémon-Spiel hier. Direkt eine Leiche im Sack. Und direkt wieder Fight! Ah! Von Fensterling Hain. Oh nein, der ist so finster! Hilfe! Und der hat einen Flurbel! Passt auf! Zwei Stück! Nein! Das ist zu krass. Das ist zu krass, Leute. Sicher, dass ich das schaffe? Sehe ich so aus, als wüsste ich, was gut gegen Pokémon ist? Auswendig? Say do you remember Bania? When you feel happy, Bania? I will remember happy day. Oh, danke, Mann, für den Gift an Avero! Avero, so ein Cuter, yes, yes! Ganz dringend nötig. Danke sehr. Viel Spaß, auch Nuki ist etwas müde vom Stream. Ja, ja. Hol dich ruhig aus, Nuki. War bestimmt ein harter Tag. Yes. Flumeception, ja! Oh nein, das hat mich einfach in die Fresse geschlagen. Stop! Sehr frech. Mir fällt nochmal Danke für das Giftzap. Yes, Mana. Danke sehr. Wow, Level Up! Yeah! Say do you remember Bania? When you feel happy, Bania? I will remember happy day! I will remember happy day, Leute! Danke an einen anonymen Geschenkgeber für den Giftsub an Dark Tiger! Yes! Danke sehr! Danke! Mit 40 er Wut. Wer das wohl war? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Arke Synapsen sind dafür nicht breit, groß, tief, schmal genug. See do you remember Bania? When you feel happy, Bania? I will remember happy day.
Kaminlagerfeuer, Feuerlied und taktisches Tomatenbrot. Ah, danke, Manja. Danke. Kann man mit einmal anonym machen? Wow. Send your web, Manja. When you feel happy, Manja. Danke, Leon! Für deine 5 Gift-Subs an Mugendai, Markus, das ist Ray Phoenix, du Lolz und Mom Winner. Ah, danke sehr. Danke. Ich wusste gar nicht, dass man den austricksen kann. Fuck, sollten wir sowas schon aufheben? Vielleicht? Leute, es gibt Postkarten zu gewinnen beim Subathon. Postkarten gibt's zu gewinnen. Die sind auch schon da. Die sind auch schon alle signiert. Der Karaoke gibt's auch. Eventuell. Wenn ihr verrückt genug seid. Genau. Ich habe mehrere Verlosungen eingeplant. Sollten die Subwoods erreicht werden. Ach ja. Oh. Einfach Luft holen. Gibt's beim Subathon Community Games? Ist geplant. Warte, lass mich mal kurz auf mein Bild spicken. Generell. Die Verlosungen für die Postkarten etc. werde ich hauptsächlich mit Marbles on Stream machen. Das heißt, ihr könnt um die Wette rollen. Das wird's geben. Ansonsten habe ich hier bei einem bestimmten Can you remember Maria? When you feel happy, Maria? We remember happy day. Und danke, Manne, nochmal für dein Gift-Sub an Late Night. Danke. Yes, und hallo, taktisches Tomatenbrot. Alle 81% lasse ich doch nicht stehen. Nee, das kann man auch nicht. Sollte man auch nicht. Was ich sagen wollte, weil Leon ja gefragt hat. Wie gesagt, die Verlosungen werden hauptsächlich mit Marbles on Stream laufen. Weil ich vor allem möchte, dass halt auch wirklich die Leute, die aktiv im Stream dabei sind, dann auch die Belohnungen bekommen. Ja. Und danke für die 100 Bits! December. When you feel scared, remember. Never forget the times. Ich hab dann für 70 Gift-Subs. Ja, Mana doing Mana Things, das sowieso. Ah, Fabi! Hallo, Fabi! Einmal für dich. Hallo? Bei 70 Gift-Subs kann die Community ein Community-Game entscheiden. Wie gesagt, Marbles on Stream für die Verlosungen. Und ab 100 Gift-Subs gibt's dann auch noch Anime Music Quiz im Stream mit der Community. Das ist so geplant. Mich daten mit I want to stream a mental breakdown. Boah, Thunder bei 70. Ihr könntet mich auch einfach anfragen für ein Collab. Von wegen, willst du War Thunder spielen? Will ich auch War Thunder spielen? Das ist nicht das Problem. Dann habe ich generell gemacht, wenn jemand 10 Gifted Subs auf einmal schickt, dann avoue ich extra für die Person. Avoue, ja, genau. Und 50 Gifted Subs, da wird es dann, da werde ich Wemba singen. Das sieht, was ich auch immer bei denen, wenn ein Sub reinkommt, kommt er mit dieses Lied. Das würde ich dann singen. Los halt dann komplett. Das geht dann irgendwie 40 Sekunden. Und bei 100 Gifted Subs, was hoffentlich nicht passieren wird, außer Bonzer ist da, dann singe ich sogar das Lied von meinem Follower-Sound. Das geht 4 Minuten oder so. Okay, Pokémon Smash or Pass und danach, wenn es unter 3 Stunden sind, War Thunder, wäre kein Ding. So 3 Stunden Stream ist für mich auch eigentlich normal. Meistens mache ich so 3 Stunden. Bitte hilft, oder Knoten ist zu fest! Nein! Was hat er mit abgespielt? Heck ist direkt da am Start. Und dann wirst du berühmt und machst Gesangskarriere! Generell, ich glaube ab 150 Gifted Subs gibt's Karaoke. Da werde ich aber dann nochmal einen extra Stream machen. Mana auch dabei, wenn es von der Schicht passt. Das ist am... Warte. Ich muss nochmal auf den Kalender schauen. Der 20. ist...
Nein, der 8., ne? Der 8. März ist der... Ja, nun, da ist kein Feiertag. Beim Thumbathon hatte ich extra darauf geachtet, dass da der Rosenmontag ist, damit da vielleicht mehr Leute auch zuschauen können. Und ansonsten War Thunder mit Egg und Mana, wenn sie da sind. Am 8. mit Leon und Pia, wenn es passt. Kann man wohl machen. So. Jetzt schaue ich nicht mehr am Ort, wo... Da bin ich mal am Ort, wo ich kann. Was? Nein, Egg, nein! Es wird sicherlich noch mehr Gelegenheiten geben. Und hallo, Lumi, Miki! Hallo, Lumi! Offiziell ist Rosenmutter kein Feiertag, das entscheidet der Arbeitgeber selber. Ja, ich weiß, aber eher ein Feiertag als andere Tage. Du musst ja auch schauen, weil ich die Woche noch frei habe, wollte ich das unbedingt auf die Woche legen. Genau. Okay, Leute, den Namen dürft ihr jetzt entscheiden. Das ist Mädchen A und sie hat keinen Namen. Und ich bin dafür, dass das Chat entscheidet, wie sie heißt. Klingt das gut? Wie soll dieses Zöpfchen-Mädchen heißen? Wir haben eine Stimme für Brunhilde. Mhm. Pixel. Okay. Leona. Okay, hier kommen viele Stimmen. Gerald. Bob. Lisa. Das sind alles sehr verschiedene Sachen. Darf ich das bitte anmerken? Manfred, Günni, Gerhard Rhein, Rüdiger, was? Was passiert hier? Uwe, Lumi, Mirabella, Hermann, Rüdiger, Holger, Rüdiger. Aber das ist doch eine Sie. Ingeborg, was passiert hier denn? Wie lange darf der Name überhaupt sein? Rüdigerine. Samantha. Lass mich mal kurz gucken. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 7 Buchstaben. Darf nicht länger als 7 Buchstaben sein. Chantal, Manfreda, heute. Das könnt ihr dir doch nicht... Leute, die war gerade in einem Sack gefangen. Und sie kommt aus diesem Sack und wir kommen und sagen, hallo Rüdiger. Und sie so, nein, warte, mein Name ist Rüdiger, hallo. Ich so, nein, ich heiße eigentlich so, Rüdiger. Okay, Rüdiger. Sexy, Chantal, ABCDEFG, Seki. Samantha, Samaela. Ich bekomme Flashbacks, wenn ich Samaela lese. An Säureminen. Und Hungerlohn. Und was trinken. Moment. Ich habe einen Moment, ja. Momente. Momente Mori. Kripai Wilson? Moment ist der beste Name. Oh Gott, jetzt kommt's. Wilson. Wegen... Wer war nochmal Wilson? Der Ball aus Castaway. Stimmt, ich erinnere mich. Ich dachte gerade kurz an was anderes. Oh Mann. Aber das sind alles männliche Namen. Das ist doch ein Mädchen. Leute. Ich hab nichts gegen. Ich meine, wenn sie sich als Mann sieht, dann nenne ich sie auch gerne Rüdiger, aber ich weiß ja nicht. Gerdine, Samantha, Erzo, Dezo, Fixi. Oder so. Oder warte. Oder so.
Magele, hier kommen zu viele Vorschläge. Wir müssen uns jetzt auf was einigen. Name, oh shit. Community-Abstimmung. Aber was soll ich denn die Abstimmung machen? Das ist ja die Frage. Nehmen jetzt die beliebtesten Vorschläge. Hier kurz auf mein Dashboard. Was würdet ihr sagen, was waren jetzt beliebtesten... Ihre beliebtesten, die beliebtesten Namen, die jetzt dran kamen. So. Rüdiger oder so oder Chantal. Also Rüdiger und oder so würde ich auf jeden Fall schon mal reinnehmen. Rüdiger oder so. Bonsai. 2 Stimmen für Bonsai. Ich glaube, Chantal kam auch oft, oder? Flashbacks habe ich gehört. Oh ja, Eck. So, ich habe jetzt 5 Namen rausgesucht. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob die Namen lang genug sind oder zu kurz. Ich glaube, die müssen alle passen. Okay, wir haben jetzt die Namen zur Auswahl. Rüdiger oder so, Samaela, Chantal und Bonsai. Ach ja, es fängt ja schon mal gut an. Das Game Deck vorbei. Ja. Wir haben 2 Stimmen für oder so, 2 für Samaela. Noch geht die Umfrage, Leute. 2 für Rüdiger. Ich merke schon, Chantal und Bonsai kommen nicht so gut an. Das ist nicht der Zuschauerfavorit. Das wird so gut. Ja, ich merke es schon. Ach ja. Samantha hätte es auch noch gegeben. Das Problem ist bloß, ich kann nur 5 Namen auswählen. Für die Umfrage. Glaube ich. Also waren nur 5 Spalten. Rüdi-chan for the win. Leider zu lang. Hallo, King! Es wird Ackermann im Teil. Aber so heiß, Leute! Der Hauptcharakter heißt doch schon Arke. Wir können doch nicht 2-mal Arke nehmen. Ja, danke für den Pet. Ich könnte mich auf Ski einigen. Arke und Ski, wenn es ein Thai ist. Dann Coinflip, das würde dann natürlich auch gehen. Wunderlecker. Wunderleckeres Wasser. Ja, dann Ski.
als Tiebreaker. Ich würde auch sagen, Ski ist so eine gute, gute Option. Entweder haben wir hier Rüdiger gefangen in dem Körper einer Frau, fühlt sich eigentlich als Mann. Das wäre die eine Option. Dann gibt's oder so. Konnte sich wohl auch nicht entscheiden. Und Samaela. Unsere Tochter hat ihre Karriere der Sängerin über den Haufen geworfen und wurde dann in einem Sack gefangen oder so. Okay, Samaela. Samaela hat eine Stimme mehr bekommen. Ach ja. Erstmal sacken lassen, verdumps. Finde ich gut. Noch habt ihr Zeit abzustimmen. Ein Teil zwischen Rüdiger und Samaela. Bald euch stimmt für die Freiheit Rüdigers! Oh Mann. Okay, Samaela ist auf dem Vormarsch. Ich glaube, es sieht nach Samaela aus. Kannst du schon mal eintippen. Samaela hat gewonnen! Yeah! Oder so. Samaela. Es tut mir leid für die Leute, die Rüdiger favorisiert haben. Ich habe übrigens auch für Rüdiger abgestimmt. Aber nein, es wurde Samaela! Yes! Unsere Tochter ist back in business. Im Herzen bleibt Rüdiger. Vielleicht hat sie auch einfach zwei Persönlichkeiten. Sam wurde erneut verewigt. So, jetzt kannst du im Lurk in den Lurk. Das finde ich gut. Ich war's im Lurk. Ich war's im Lurk. Yes. Nein, die haben keine komischen Pokémon eingesetzt. Eigentlich nur Flumiception. Ich weiß, wir haben schon sehr viel vom Spiel gesehen. Wir haben noch kaum was gemacht. Das läuft doch schon mal gut. Okay, was sollen wir jetzt machen? Kann ich mit dir reden? Kann ich nicht. Ich geh einfach mal hier rein. Hallo! Hallo, willkommen! Hier ist nicht. Ich gehe wieder. Was soll ich machen? Sollen wir wieder woanders hinfahren? Nicht. Was ich noch weiß, dass man in Kolosseum wenig Hinweise bekommt.
Ja, ich erinnere mich. Alle Häuser zu gehen, wir schon mal einen Anfang, glaube ich. Wir können je. Hallo, die endlich beim Lieblingsabo beim Pokémon zuschauen. Hallo, Henne! Das ist auf jeden Fall Darkness Mann Mensch of Doom. Was passiert hier? Was ist ja random. Bitte gerne rein! Ah, der Bürgermeister. Ich habe mich leider etwas verspätet, war bis eben noch in der Wohnung. Gefällt dir deine neue Wohnung? Wir haben eigentlich nur entschieden, wie unsere bessere Hälfte oder so heißt. Ja. Außerdem gab es auch ein paar Gift-Subs und ich war überfordert. Man kennt's. Chaotisch ist das neue cool. Das sowieso. Machen wir das dann auch, wenn eine Pokémon Spitznamen gibt? Gibt es für dieses Pokémon eine Stunde? Das sowieso. Natürlich. Ich habe offiziell das Farbgame durchgespielt und morgen wird dann gestrichen. Ich meine, ich bin nicht dumm. Was meinst du mit Farbgame? Wo ist nicht ganz auf der Höhe? Hallo, total coole Arena oder so. Also Farbe entscheiden. Meine Wohnung ist komplett weiß. Kreativ, oder? Möchtest du auch erstmal mit die Arena anschauen? Echt? Was für Farben gibt's denn? Gibt's Orange und Rot? Gibt's Flamara? Ich trinke noch mal was. Ja, stimmt.
Neben Weiß gibt es noch Grau. Ein anderes Grau und Grün. Also, Arkegrau? Wie mein Schwanz? What? Klingt toll. Wirklich. Krebskorb und Smogon. Gefährlich. Es ist wirklich ein Arkegrau, wenn ich es genau betrachte. Au! Sehr gut. Das ist ein Avurpuff. Ich weiß ja nicht, ob diese Haltung so gesund... Ich weiß ja nicht, ob diese Haltung so gesund sind. Welche Haltung? Meine Haltung? Und diesen Typen? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Also die sind sehr nach vorne gebeugt, das stimmt. Oh nein, Blubber! Gefährlich. Durch diese Blasen an! Oh nein! Noch mehr! Kumpelblase! Yes! Ich hab den einfach fertig gemacht. Hier mal die Animationen hervorheben. Die sehen super aus. Und das ist der GameCube. Ja, ja, das ist ein Ja. Ich mochte immer die Animationen, wenn die Pokémon angreifen oder wenn die getroffen werden. Das fand ich immer sehr cool. SpongeBob ist best. Yes. Okay, wir sollten Pokébälle kaufen. Warum? Und vergessen? Dann gehe ich mal in den Shop. Hallo, ein Dutzend Pokébälle, bitte. Das sind ja gar keine Pokébälle. Frech! So frech! Dann gehen wir halt nach oben. Hallo? Ein Dutzend Pokébälle, bitte. Frech! Oh, hier meine Bälle! Hey! Gibt keine, oder bin ich blind? War ich blind? Hallo, ein Dutzend Pokébälle, bitte! Hier gibt's keine Bälle! Manu! Ist noch ein Shop? Hallo, excuse me! Excuse me, we will Pokébälle kaufen. Hallo. Ich hätte gerne einen Pokéball. Ich passe im Lack, Mann, ja. Hallo, ich hätte gerne eins Ball, bitte. Hallo. Und dann bekomme ich einen Ball.
Verklagt den Shop. Grund, keine Bälle für Arke! Aber wirklich, bin ich nur blind oder gibt's denn wirklich keine Bälle? Gibt keine. Gibt keine, Leute. Keine Bälle für Arke. So frech. Arke muss weinen. Mann, jo. Ich wollte nur eine Sache, das waren Bälle. Ich hab zum Bürgermeister, beschwer mich. Herr Bürgermeister! Ihr Land ist, also ihre Stadt ist kompletter Schmutz. Sie verkaufen nicht mal Bälle. Frech! Stattdessen gibt es die X-Items, die in der Regel eh niemand benutzt. Echt so? Ich will doch nur einen Ball. Andererseits, brauche ich wirklich Bälle? Ich glaub schon. Ist jetzt hier offen? Darf ich hier jetzt rein? Nein. Excuse me. Ich würde gerne wissen, wo meine Bälle sind. Gebt Acke-Pokebälle. Die Flamaras fangen sie nicht von allein. Au! Hennix hat so recht. Ich weiß gar nicht, ob es hier ein Evoli zu fangen gibt. Oder ein Flamara. Das könnte aber schlecht aussehen. Excuse me, haben Sie Bälle? Hallo? Ball? 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 Ein Ball. Ich hab so vielleicht dann nicht so Bälle kaufen. Das Not kann ja noch woanders hin. Tschüss, ich geh Bälle kaufen. Ich war doch gerade im Itemshop und hab nach Bällen gesucht. Frech! Jetzt auch noch gezwungen, hier reinzugehen. Bin ich wirklich so komplett blind und dumm? Ich geh nochmal oben schauen. Jetzt hat er mir eine Info gegeben, die ich schon kannte. Aber ich hätte es nicht getraut. Ach, jetzt darf ich. Ich wusste, dass ich in die Büßbar muss, um da Bälle zu kaufen. Aber das war wieder, dass ich nicht aus der Stadt durfte. Wild. Hallo, einmal bitte Bälle. Bälle, hallo. Hallo, einmal Ball bitte. Hallo, Typ aus der Bar. Ich hätte gerne Ball. Nein, du hast bekommen. Direkt mal mehr Bälle. Jetzt bitte 5 Pokéball. Nein, das war's. Und dann gehen wir. Wow. Warum ist das Spiel jetzt so dunkel? Ich bin jetzt immer so dunkel. Habe ich was kaputt gemacht? Jetzt geht's wieder. Okay.
Was ist schrecklich? Schrecklich! Eigentlich ist es nur eine Bar, wo man Sachen kaufen kann. Okay, Bild. Jetzt die Musik. Oh nein! Happy Pokémon Colosseum USD Noises. Yes! Warum ist aber der Raum so groß? Und nein, ein Flurmel! Und ein Luturze. Los, der Darum ziehen, der macht die Pleit! Dummel ist tot! Ein Low-Turzel, oh mein. So. Plöd. Oder so. Soll er heißen. Plöd. Zwierlicht und Weberer. Und dann Makuhita! Oh nein! Lass dir dieses Pokémon! Nicht Nachtnebel! Und jetzt einmal Biss und dann versuchen wir es mal zu fangen. War sehr uneffektiv. Ich weiß, dass Konfusion sehr effektiv ist.
Bitte töte es nicht. Du bist doch 4 Level unter ihm, ne? Nein, es ist tot! Nein! Oh. Amelin! Kennst du dich aus? Das fängt ja schon mal gut an. Wie war das nochmal? Wenn man einen Krypto-Pokémon besiegt, wann kann man das dann wieder fangen? Bei diesen die Queen, ja, das weiß ich. Aber wann? Kommt der random oder wann passiert sowas dann? Die meisten erst wieder in der Afterstory, darfst sie aber dann suchen. Das kommt in diesen Arenen im Finalkampf, allerdings weiß ich jetzt nicht, ob das erst ab einem gewissen Zeitpunkt erst passieren kann. Also ich weiß, dass es relativ am Ende ist. Ich meine, Makuhita hätte eh nicht gewollt, aber... Ich würde schon gerne alle... Ich weiß nicht, ob ich alle inkryptoniere, ob das wichtig ist. Und hallo Karim, hanjo! Erstmal heilen. Das fängt ja schon gut an. Erstes Krypto-Pokémon direkt in meinen Jordan geschickt. Ich wusste, dass Psycho gut gegen Kampf ist. Bei den Turnieren bekommt man schlechte TMs und Geld. Oh, das klingt ja toll. Und Krypto-Pokémon. Das ist mit den Bossen, dass sie nochmal kommen. Die normalen Trainer erst after Story. Was meinst du mit Bossen? Was? Bin verwirrt. Ich bin gleich wieder da.